Hurensohn, du bist so ein geiler Typ. Deine Harley ist so geil. Den Zwieglight. Ich mag auch so eine Harley-Fahne. Wenn du mal eine andere Harley kaufst, kannst du dann mir die Harley schenken? Drei Minuten. So Leute, jetzt haben wir nochmal alle getankt und dann geht's hoch zum Altaheim, habe ich richtig Bock drauf. Wisst ihr ja, da war ich vor 2 Jahren schon mal mit einer ganzen Truppe und ja, da gibt's schön was zu gucken, ne? Wird eine geile Fahrt, aber ist, weiß gar nicht, Stunde 20 Minuten oder so, ist eine ziemlich entspannte Geschichte. So, ich mache jetzt erstmal hier den Road Captain. Leider, ich will das, ich habe da nie Bock drauf, aber die anderen Säcke auch nicht, von daher mache ich jetzt erstmal den Anfang. Und ja, wir müssen immer noch erstmal jetzt hier raus und dann Richtung den Pass. Und dann geht das schon, ne? Dann geht's weiter. Und dann wird's ja auch erst wirklich schön und was fürs Auge. Also Leute, seid gespannt. So, jetzt wird's langsam interessant. Wir haben ja die Stadt und das Dorf verlassen. Und jetzt kommen die schönen Strecken. Jetzt fahren wir nämlich die ganze Zeit in den ganzen Flüssen vorbei. Und es geht halt jetzt immer höher und immer höher. Und das Krasse ist, ganz oben haben wir eine ganz andere Temperatur als aktuell hier unten. Das merkt man richtig bei der Fahrt. Das ist echt krass. Jeder, der das schon mal, jeder, der das kennt, der weiß halt genau Bescheid, ne? Der kennt das Spielchen. Gestern waren es, glaube ich, tatsächlich da oben knappe 3 Grad. Also schon ordentlich. So, jetzt sind wir im Ort Malta und dann geht es gleich weiter Richtung Malta Hochalmstraße. Und dann geht es dann natürlich etwas steiler zur Sache. Das wird eine ziemlich coole Nummer. Bei mir quietscht irgendwas vorne, ich weiß nicht, ob man das hört. Nervt ganz schön, ich glaube die Gabelcover oder so. Da müsste ich mal oben gleich schauen, was das ist. Wir werden sehen. Ich hoffe, nichts Wildes, aber gehe ich mal nicht von aus. Das ist genau das Ding vor 2 Jahren, wo Christi mir das während der Fahrt gezeigt hat, den Wasserfall. Und ich stand nur und sagte mir so, alter Schwede, wo bin ich denn hier gelandet? Wie schön das ist, ne? Schaut euch das mal an. Guckt euch das hier an. Meine Güte, geht's uns gut, ey. Das ist ein Traum. Aus meiner Sicht, Leute, absolutes Muss, wenn ihr hier seid, würde ich immer die Malta Hochalmstraße fahren. Und da oben ist so eine geniale Aussicht. Der Weg dahin ist richtig geil. Das letzte Stück, das macht so Spaß. Und vom Fahren her ist es auch super angenehm, ne? Also eine ziemlich geile Nummer. Bock hier zu fahren, ne? Das ist so cool. I'm just trying to
steigen immer höher. Man merkt es auch so langsam. Es ist so ein bisschen Kälte an den Händen. Nächster Tunnel. Das ist nochmal Kacke hier, ne? Immer einen schönen Nass. Die hat sich von der einen oder anderen auch mal richtig auf den Bart gelegt, ey. Boah, das Gewitter hinter mir. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber. So, und gleich kommt schon die geile Aussicht. Aber noch müssen wir ein bisschen hoch. Freunde, Endstation, haben wir heute ganz schön was gerissen, ein paar Meter. Ist doch ein bisschen länger geworden als geplant. So um 12 Uhr los, jetzt ist es mittlerweile 18.30 Uhr knapp. Und wir sind jetzt wieder zurück. Da hat sich auf jeden Fall der eine oder andere auf jeden Fall erstmal gleich ein leckeres Bierchen verdient. Hat aber mega Bock gemacht, die Tour. Waren auch so coole Leute mit dabei. Wieder neue Menschen kennengelernt, so muss das sein, ne? Also, das ist immer wichtig. Wenn das passt, dann... Dann passt auch der ganze Rest, ne? Wir werden jetzt noch die Bikes wegbringen und dann noch ein 1 bis 17 Bier trinken.